Herzlich willkommen zum zweiten Beta-Wochenende von Guild Wars 2. Ich darf euch vorstellen den Ingenieur der Eisenlegion, Ferrith Schrotbrand. Hätte ich fast den Namen vergessen von meinem eigenen Charakter. Ja, ich fange diesmal einfach mal mittendrin an, weil sich zig mal den Anfang anzugucken bringt auch nicht so viel. Deswegen werde ich jetzt einfach... Oh, hey Reaver. Ja, ich bin jetzt mitten in einer Story-Quest. Ich habe mir gedacht, um die zu erfahren, ist der Release eh besser. Deswegen macht das jetzt auch keinen so großen Schaden, wenn ich jetzt einfach mal mittendrin... Ich habe die Grafik jetzt übrigens auf Maximum. Deswegen könnte es vielleicht ein wenig unruhig werden, das Bild. Aber man sieht, dass die Texturen schon sehr geil aussehen. Der Ledermantel hier am Glänzen, die einzelnen Risse im Leder am Glänzen, in unterschiedlichen, wie sie das Licht drauf bricht. Da, das ist schon sehr... geil, muss ich sagen. Grafisch. Wenn man sich das alles mal so anguckt. Und auch die Umgebung. So, nun gut. Ich werde dann jetzt mal hier Galina Kanten mal anquatschen. Oder sie mich. Willkommen auf der Feier. Tribun Brimstone ist als Beobachter hier. Und Kriegsmeister Labowski lässt seine Truppen aufmarschieren. Es ist Geisterlaufkanonenzeit. Einverstanden. Aber wir müssen Labowski persönlich ausschalten. Herzog Baradin hat uns gelehrt, dass Offensiven der Geister ohne ihren Anführer zusammenbrechen. Dafür habe ich schon Vorkehrungen getroffen. Ein Einsatztrupp, der in die Katakomben eindringen, Labowski aufspüren und ihn vernichten wird, steht bereit. Das ist Kimara. Sie wird den Katakomben-Einsatztrupp leiten. Ihr seid an der Kanone und gebt ihr Feuerschutz. Räumt ihr einen Weg zu Labowski frei, dann kümmern sich ihre Leute um den Rest. Und schießt schnell. Ich werde dem Kriegsmeister direkt an die Kehle gehen und warte nicht gern. Gebt der Kanone genug Zeit zum Nachladen und ihr werdet auf eurem Weg zum Ziel keinem einzigen Geist begegnen. Ich bin so froh, Folgt hier mir. Zu sein. Rein ballistisch gesehen wird das ein denkwürdiger Tag. Wir sind nämlich der Erfinder der Geisterlaufmuskete, die in der Lage ist, die Geister Ascalons in die Hölle zu schicken. Auf und zwar für Zeichen, immer. Lasst es den Tod regnen. Und wir bemannen jetzt zwei, die Kanone, eins. Zeichen. Um Achtung. Den Geistern Einhalt zu gebieten. Ja, ziemlich geil gemacht. Die Kamera ist komisch. Muss die Perspektive so sein? Ich komme da gar nicht in die Ecke rein. Kann man die Perspektive hier oben, man kann sie drehen. Feuer frei! Erinnert diese Geister daran, da kommen aber nicht viel Geister. Beziehungsweise sind direkt tot, ich meine. Ach. Zerbombt werden. Sie hören nicht auf zu sterben, bis unsere Munition alle ist. Und wir haben viel Munition. Einfach reinlunzen hier. Haben eh keine Chance. Da hinten läuft ein einsamer Geist. Versucht der uns zu flankieren oder was? D
die Geisterlauf-Muskete, die unser Charakter entwickelt hat, ist natürlich nicht diese Kanone hier. Da ist nur die Technologie davon eingebaut worden. Darum ging es in der Quest davor, zu entscheiden, ob die Blutlegion mit ihren Kanonen die Technik bekommt oder die Asche-Legion mit ihren kleinen Geschützen. Aber ich fand diese Kanone durchaus effektiver als diese kleinen Geschützdinger, wovon man dann drei aufstellen konnte und die Gegner konnten die auch noch kaputt machen. Das hier kann nicht kaputt gemacht werden. Und man kann hier einfach aus sicherer Entfernung reinballern. Sehr viel mehr zerstören als mit diesen kleinen Geschützen. Ja, und wie gesagt, diese Geisterlauf-Muskete war eigentlich ein ganz normale Muskete, die allerdings Energiegeschosse abgeballert hat, die die Feinde eben wie hier demonstriert wird durch die Kanone, sie für immer ins Nirvana. So hofft man zumindest, oder für immer weiß ich nicht, weil die Geister von Ascalon regenerieren sich ja normalerweise nach einer Zeit, nachdem sie jedenfalls durch ein Schwert oder sowas niedergeschlagen wurden. Dann zerfließen sie ja zu Pfütze und regenerieren sich langsam aus dieser Pfütze wieder neu. Super, jetzt ist das schon tot. Was sind das eigentlich für Trikotschees da eben? Kann man die abknallen? Oh, man kann die abknallen. Das sind, ach, das sind Geister, Digga. Die sind auch durchsichtig, wie man. Hätte ich das mal eher gesehen. Mit der Kacke. Ja. Kommt dann mit komischen Katapulten an und wir waren hier mit den fetten Ballisten um. Oh yeah. Ups. Nein. Die Reichweite ist auch null von dem Ding. Mir fällt gerade ein, ich wollte noch im Norden anfangen. Das werde ich dann auch mal gleich tun im nächsten Teil. Oh, geht weiter. Verdammt! Kimara ist zu früh zu weit vorgedrungen. Schon wieder! In den Katakomben können wir sie mit der Kanone nicht unterstützen. Das Gewölbe würde ihr auf den verfluchten Deckschädel krachen. Wenn ich die Kanone nicht abfeuern kann, finde ich Kimara und ihren Einsatztrupp. Dann sorge ich dafür, dass Labowski erledigt wird. Ich lasse nicht zu, dass ihr wegen Kimaras Dummheit sterbt. Tribun Metzelklinge würde mir alle Glieder brechen und mich am Schweif aufhängen. Ich bitte nicht um Erlaubnis. Ich sorge dafür, dass eine übereifrige Soldatin den ersten Kampfeinsatz meiner Waffe nicht verdirbt. Ich gehe rein. Wenn ich nicht bald zurück bin, eröffnet mit der Kanone das Feuer und macht alles in Reichweite dem Erdboden gleich. Und ihr nennt meine Soldaten übereifrig? Ah, schön. Ich werde den Beschuss so lange wie möglich hinauszögern. Viel Glück! Jetzt macht euch auf den Weg! Ja, schön zum Märtyrer. Sagt mir Bescheid, wenn ihr was hört. Oh mein Gott, jetzt muss ich da auch noch reinrennen. Grabt euch ein und haltet Stand. Geil. Ja, die Skills meiner Klasse habe ich jetzt noch gar nicht vollständig. Ich kann diverse Türme stellen. Habe ich schon drauf geskillt. Ein Flammenturm kann ich auch stellen. Die kann ich dann auch wieder mitnehmen, damit sich der Cooldown resettet und ich die woanders aufstellen kann. Und ich habe jüngst durch mein letztes Level die Punkte freigezockt. Ach ja, apropos Punkte. Das ist nämlich jetzt auch neu. Hier kann man, wurden jetzt diese Begrenzungen eingebaut. Man muss erst 5 auf eine Leiste skillen, damit man in die nächste kommt. Hier braucht man natürlich 5 mal 3 Punkte, das heißt 15, damit man hier wieder zur nächsten kommt. Das ist ja die letzte Reihe. Mit den, wie viele Punkte haben die? 5, glaube ich. 5 Punkte-Skills sind das hier. Und hier die Elite-Skills. Da muss man 2 rein tun, damit man in die nächste Spalte kommt. Wieder.
Und hier die Eigenschaften wurden insofern verändert, dass man hier, wenn man 10 Punkte in diesen Baum investiert, oder ich nenne Baumlinie, in diese Kategorie investiert, hat man nicht alle Traits, also Eigenschaften dieses Teils hier. Dann, wenn man bis hierhin skillt, hat man wieder so und so viel mehr. Ich habe nicht nachgezählt, wie viel man immer dazu bekommt. Und hier hat man natürlich das Maximum des der Linie. Das heißt, man kann nicht auf 10 skillen, dann hier alle rein. Genau, hier sieht man es ja. Da genau, oh, da sieht man es sogar als Beispiel. Hier sind die bis 6 nur. Dann hier schon bis 10. Und hier bis 12. Ja. Hat man dann also alle 12 auf 30 und so geht das, ist das jetzt in jedem Baum. Das ist neu, aber auch nicht endgültig, weil es ist Beta. Da wird immer was verändert. Das ist ja sowieso klar. Das zerstört natürlich jetzt viele Builds, die schon gemacht wurden. Oh, ich habe noch einen Punkt übrig. Hier, Medizinkit. Rüstet ein Kit aus, das eure Waffe durch Heilfertigkeiten ersetzt. Das wäre cool, aber so, ich glaube, ich spare lieber, aber ich habe ja eigentlich alles, was ich will. Nämlich meinen Flammenwerfer. Ah, der ist so geil, der ist so endlos geil. Schon allein die Effekte. Hier die ganzen Fähigkeiten, hier wie bei Magier eine Flammenlinie ziehen. Oh, das ist ein kleiner Bug anscheinend. Das Feuer brennt da einfach lollig über die Kante weiter. Und hier, damit kann man Feinde zu sich ranziehen, indem man eine Rauchwolke hinstößt. Und der dritte F3-Skill wird auch immer, oder was heißt der dritte? Das kommt drauf an, auf welchem der man das hier liegen hat. Hier ist das der Kanone auf dem zweiten, das ist der erste Elixier H. Das wird dadurch beeinflusst und dann hier und immer weiter bis hier eben die ganzen Skills. Heilfertigkeiten, ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, hier die Brandmunition, dann kann ich hier rausgehen aus dem Flammenwerfer. Dann aber dadurch, dass ich hier den Flammenwerfer habe, wird da das Feld beeinflusst von den F-Tasten. Da kann ich Brandmunition nehmen, dann habe ich hier den Buff. Die nächsten drei ausgeführten Angriffe fügen Verbrennen zu. Das heißt, ich schieße mit der ganz normalen Pistole hier und füge Brandschaden noch zusätzlich zu. Der wird jetzt weggehen bei dem nächsten Schuss. Müsste eigentlich. Ist nicht weg. Komisch. Ja, auf jeden Fall kann ich auch so dadurch profitieren, wenn ich ein anderes Set benutze. Oder hier, mein Gewehr. Wieso habe ich es jetzt nicht ausgerüstet? Bin ich im Kampf? Nö, bin ich nicht. Ach so, ich habe keinen Platz im Inventar, um das zu tun. Weg damit. Das ist noch aus einer Quest mit den Erdelementaren. Die habe ich ja gemacht mit meinem Dieb. Falls sich noch jemand erinnert, die könnte ich auch mal gerade weg tun. Sammelgegenstände lagern, dann werden die ja in die Bank geportet, in das Sammelfach, Gegenstandsfach. Und jetzt kann ich mein Gewehr ausrüsten. So, jetzt habe ich mein Gewehr hier und auch da zählt das natürlich mit der Brandmunition. Jetzt ist der Buff weg. Und jetzt könnte ich hier auch mit meinem Gewehr natürlich die Brandsalven abschießen. Und ja, ich könnte mal ein bisschen Trockenübungen machen, um euch das zu zeigen. Hier habe ich noch ein Netz, was natürlich die Gegner bewegungsunfähig macht. Ein Schrotschuss, der je näher man am Gegner ist, mehr Schaden macht. Also wenn man direkt davor steht, macht er am meisten Schaden. Ja, und auch natürlich in eine Gruppe rein macht er Schaden. Und der überladene, der übermäßig aufgeladene Schuss, der katapultiert sich selbst und den Gegner zurück durch diesen Schuss. Und zu guter Letzt den, wie heißt der? Sprungschuss. Der ist auch sehr cool. Damit kann man in eine Gruppe reinfetzen. Dann mache ich meistens den Schrotschuss rein und dann den Dingensschuss, um da wieder rauszukommen. Den hier. Dann wird der Feind noch weggebombt und ja. So mache ich das. Aber ich benutze jetzt meinen Flammenwerfer. Der ist neu und lollig. Da wedelt ein kleines Tuch dran rum und man muss sich das mal angucken auf maximale Grafikeinstellungen, wie geil das Glas hier alleine aussieht. Ja, und das Leder habe ich ja schon gezeigt vom Mantel. Und überhaupt eigentlich alles hier. Der Schlauch, wie er rumschwingt. Das ist extrem lollig, muss ich sagen. Man muss sich einfach mal die Details angucken.
Aber auch die Umgebung. Da, das sind nicht nur die Details, das. Ach ja. Es macht Spaß, mit der Kanone herumzuspielen. Aber ich bin lieber mitten im Geschehen. So, los, wo gehe ich jetzt lang? Zum Glück schaffen es die da die Stellung zu halten. Ich werde mich einfach mal links dran vorbeischleifen. Ich glaube, das ist auch so gedacht, weil hier darf ich ja nicht rausgehen, also laufe ich hier lang. Ich hoffe, ich stoße nicht auf so viel Gegner. Und ich habe ja Reaver dabei. Und noch eine. Reaver und Lucia Wildauge. Also sorry für die niedrigen FPS, aber ich zock auf Maximum. Ich hätte 10 FPS mehr, wenn ich auf beste Performance gehen würde. Es ist ein wenig besser geworden seit dem letzten Beta-Wochenende und seit dem Stresstest. Da kamen auch noch ein paar Updates dazu. Aber optimal ist es auf keinen Fall mit dem. Ich habe 15 FPS und mein PC ist locker. Der schafft Skyrim absolut flüssig und so. Aber jetzt ging die FPS noch ein bisschen extra runter, natürlich wegen Fraps, weil ich jetzt mit aufnehme. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber trotzdem müsste das drin sein. So, jetzt inke ich mal hier alles raus mit Flammenwerfer schön in die Menge. Oh yeah. Boah, ist aber echt unruhiges Bild. Das stört auch zum Teil ein bisschen meinen Kämpfen, aber ist ja egal, bei Release bin ich mir sicher, sonst wegkaufe ich. Oho. So. Ist jemand zu Tode gekommen? Nein. Gut. Dann mal ab in die garstigen Ruinen der Ascalonia. Ja, einfach rein mit dem Flammenwerfer. Ja. Oh scheiße, sag ich, mein Turm gar nicht abgebaut und jetzt sieht man, muss ich ihn explodieren lassen, indem ich ihn zünde. Wie sie einfach wegsterben und ich gar keinen Schaden kriege. Ja. Verdammt, aber die halten auch ganz schön aus. Wie man sieht, erhöht sich auch der Schaden hier immer. Nicht wie bei anderen MMOs, dass von einzelnen Angriffen der Schaden angezeigt wird, sondern hier wachsen die, je länger man den Skill ausführt, immer weiter sozusagen. Kann man so sagen. Jetzt mache ich mal einen anderen Skill und dann 39. Und hier bei dieser Attacke geht das immer mehr dann mit der Zeit. Je öfter mal je länger man reitet. Verdammt, jetzt werde ich angegriffen. Dann warum halten die eigentlich so unfassbar viel aus? Ich kann mich seit ja 10 Stunden drauf rumklopfen. Ja, die blocken auch gerne mal. Sanitäter! Bisschen Waffen und. Den mal erledigen, der ist gleich tot. Ich meine noch tot. Oh Gott. Oh mein Gott. Hä? Oh Gott, die regenerieren sich. Irgendwas mache ich hier falsch. Warte, Moment mal. Ich muss mal kurz gucken, ob ich nicht vielleicht irgendwie... Ich habe gerade eine Idee. Ich glaube, das ist falsch, was ich hier tue. Weil eigentlich habe ich ja die Geisterlaufmuskete entwickelt und die ist gegen Geister wirklich unglaublich imbar. Die hat eine Reichweite von, ich glaube, 2000. Oder, ja, die erste Attacke hat 2000, die anderen auch eine mega Reichweite. Und die macht so viel Schaden, die macht mit einem Schuss die Hälfte der Geister-HP weg. Die ist ja extra gegen Geister entwickelt worden, von mir. Ja, und ich glaube, die brauche ich jetzt, aber ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Ich gehe mal zurück zu der Dingens hier. Vielleicht kann ich mir da die Waffe abholen, ich weiß nicht. Weil die haben sich ja regeneriert, die Geister. Und die sind auch kaum gestorben. Ein bisschen was hier mal wegschmeißen. Habe ich ein Kit, ein Wiederherstellungskit? Nö, schade. So, jetzt gehe ich mal hier zurück und guck, ob da jemand seine Waffe bereithält für mich. Hier ist niemand. Warum ist hier niemand? Nein! Vielleicht hätte ich einen meiner Gefährtinnen ansprechen müssen, aber die sind ja jetzt beide leider tot in den Ruinen. Verdammt. Oh, nö. Vielleicht die Lucia.
Ich hätte nie die Waffe bei. Und ich hätte sie ansprechen müssen, damit sie mir den gibt. Aber das ist ein Blutlegion-Soldat. Der kann mir helfen. Und da ist noch wer. Noch ein Blutlegion-Soldat und noch jemand. Noch ein Blutlegion-Soldat. Die habe ich gar nicht gerettet. Ach, kann ich auch nicht. Okay. Das erklärt, warum ich das nicht tat. Da liegen sie rum. Da sind auch die Geister direkt. Das ist jetzt sehr scheiße. Ich weiß jetzt... Oh Gott, ich krieg die auch gar nicht tot. Die sind ja anscheinend ziemlich immun gegen meine. Aber der ist tot. Komisch. Mal gucken, vielleicht. Anschleichen und... Ja, es klappt. Aber ich hoffe, die rennt jetzt nicht gleich direkt auf die zu. Das war in der letzten Beta ja der Fall. Man wollte erstmal alle retten und... Ja, hier. Ach komm schon, Alter. Kannst du nicht einfach... Das könnten die mal ändern. Die NPCs kämpfen auch so lange, bis sie tot sind. Ohne Kack. Die rannten gerade bei einer Erdelementar-Quest, rannte so ein NPC rum. Der hat inzwischen keine Gruppe eine Pause gemacht. Der ist einfach rumgerannt, bis er tot war. Ich meine, der hat gut reingehauen, der NPC. Der hat hier da echt die Elementare umgenietet. Reihenweise, aber... ja, aber leider erfolglos am Ende, weil er dann doch starb. Ja, Sternen. Wenn ich die schaffe, dann geht's ja noch. Komm schon. Ah, die heilen sich auch. So, jetzt sind die keine Gefahr mehr. So, ja. Jetzt kann ich gucken, ob ich mir hier die Geisterknarre da holen kann von denen. Was? Was? Hört euch nur das Donnern der Artillerie an. Hört sich wie in den guten alten Zeiten an. Es ist schön, die Klänge einer ehrlichen Schlacht zu hören. Naja, so ehrlich ist die ja nicht, weil wir gegen Geister kämpfen. Schauen wir mal, wie wir helfen können, Legionär. Schon dabei. So, jetzt hoffe ich, dass Reaver die Knarre bei hat. Weil... Vielleicht sollte ich mir den Namen Reaver hochlocken. Ich bin froh, dass die Männer der Blutlegion zur Schlacht gekommen sind. Sie können die Legenden von dem Erfolg unserer Trupps an die kommenden Generationen weiterreichen. Wir müssen nur aufpassen, dass sie auch die Rechtschreibung achten. Und ich dachte schon, ihr hättet keine Verwendung für die Blutlegion. Ja, anscheinend gibt es hier doch keine Geisterwaffe. Wie gesagt, das Ding ist immer gegen die Geister. Das wäre... Man will nicht hier einfach durchspazieren und 10 Geister auf einmal töten. Weil man konnte... Ah, ich bin schon am Ziel. Oh Gott, was geht denn jetzt an? Kriegsmeister Labowski. Ein Veteran-NPC-Mob. Der hält zwar was aus, aber irgendwie hat er keine Chance. Aber er wird sehr lange dauern jetzt. Ah, mein Gewehr ist noch irgendwo am Rumstehen. Turm hier hinstellen, meinen Geschützturm. Der macht nämlich auch ganz gut Schaden. Und der Typ hält auch nicht mehr lange aus. Der Kriegsmeister Labus. Ach ja. Jetzt brennen auch meine Schüsse durch die Linie, die ich da gezogen habe. Dummerweise ist die Linie jetzt wieder weg gerade. Das ist sowas wie die Cross-Profession-Fähigkeiten da. Dass wenn man durch zum Beispiel einen Fernkämpfer mit seiner Waffe durch eine Feuerwand schießt vom Mage oder von mir auch, wie ich sie machen kann, dann. Wieso kann ich das Gold nicht auf? Achso, ich habe schon genommen. Ja, dann. Dann kombiniert sich das und macht Feuerschaden dazu noch. Also, Feuerdot. Hey, eine Flammenschale. Habe ich das jetzt ausgemacht? Schwert? Was geht hier ab? Meldet euch bei Galina. Jo. Wo ist sie? Galina? Das ist sie doch. Klimara? Ach so, ich soll zurück.
Okay. Ja, ja. Oh, ich habe eine Fackel bei. Ist ja cool. Ach so, ich habe die genommen. Weil die Fackel hing da noch die Wand aus. Was? Hat er gejammert, als er starb. Stecht euren Feind ein und verursacht Brennen. Werft eure brennende Fackel auf einen Feind. Yeah. Ach, da sind sie ja schon und warten. Was? Labowski ist erledigt und die Geister zerstreuen sich, wie ihr gesagt habt. Jetzt schulde ich euch was. Wegen der Kanone und für Kimaras Rettung. Ich wollte nicht gerettet werden und ich verdanke niemandem gern mein Leben. Warum habt ihr nicht einfach auf meine Position gefeuert? Weil ich keine Munition verschwenden will. Und wenn wir auf jeden Soldaten der Blutlegion feuern würden, der blindlings vorstürmt, gäbe es bald keinen mehr. Vorsicht! Die Dankbarkeit der Blutlegion hat auch Grenzen. Ich glaube, ich werde die Schuld jetzt sofort begleichen. Kimara hat keinen Trupp. Wenn ihr sie wollt, gehört sie euch. Ich weise sie offiziell eurem Trupp zu und wir sind quitt. Eine fähige Rekrutin kann ich immer gebrauchen, falls sie sich an Befehle hält. Ab jetzt kämpft ihr, wenn ich es sage, Kimara, und nur dann. Klar? Oh, ich halte mich an Befehle. Wenn ich eure befolgen muss, um das zu beweisen, tue ich es. Macht euch bereit. Jetzt stößt endlich frisches Blut zu eurem Eisentrupp. Hervorragend. Und euch erwartet ein Schnellkurs im Befolgen von Befehlen. Tretet ins Glied. Wir brechen auf. Hell yeah! Wir ja, unsere alte Kriegsschar ist nämlich irgendwie totgegangen. Spaß, ja, sehr viel. Wirklich, ja. Schwierigkeit, weiß nicht. Woran lag das, dass die Feinde so. Oh, schwer. Ach, ich mach mal zwei. Geschichte aufregt, jo. Charaktere einprägsam. Ja. Oh, neue Waffen. Rächergewehr. Wärtergewehr. Ich nehme das Rächergewehr. Oder Kraft, Heilkraft. Nee, ich will keine Heilkraft. Und ein mystischer Schlüssel. Damit kann ich eine mystische Truhe aufschließen. Ach, da kriegt man die in der Story-Quest. In den Story-Quests. Jetzt muss ich wieder was. Hier habe ich nicht noch eine mythische Truhe. Im Inventar kann ich die öffnen und dann inkt es hart. So, dann zerstöre ich mal irgendwelche gammeligen Stiefel, glaube ich. Oder? Oder Waffen hier. Vitale Axt. Äxte kann ich eh nicht nehmen. So. Zerstören, ja. So, brauche ich noch einen Platz. Foki kann ich auch nicht benutzen, also zerstören. Ja. Alles nehmen. Jo. So, die will ich jetzt öffnen. Jetzt ist sie offen. Oh nein, jetzt habe ich Karma-Verstärkung. Also kann man die auch in-game erhalten. Was, gehen die nicht kaputt, die Schlüssel? Oder wie, was jetzt? Oder vielleicht geht er leicht kaputt, wenn Zepter kann ich auch nicht benutzen, zerstören, ja. Ich weiß, ich hätte es verkaufen müssen, aber egal. Ey, der Schlüssel ist immer noch da. Das ist ja interessant. Und ich habe ein neues Gewehr. Moment, die Fackel wegtun. Das ist mein altes. Sieht ziemlich kacke aus, ist vom Händler. Und das hier lässt ja schon erahnen, dass es sehr viel geiler aussehen wird, mir schon allein mit dem Lauf hier. Oh ja, genau so hatte ich es mir vorgestellt. Ich glaube, ich werde meinen Flammenwerfer noch nicht. Boah, leuchtet das? Oh mein Gott, es leuchtet. Oh. Oh. Es hat Effekte. Ich wusste gar nicht, dass man so geile Sachen in Story Quest bekommt. Ich meine optisch. Hier geht es ja vorrangig um die Optik der Sachen. Eins wurde auch weggeupdatet, weggepatcht. Man kann jetzt beim Händler nicht mehr von Anfang an Schultern und Helme kaufen. Ab Level 10, glaube ich, wird ein Helm verfügbar beim Händler und Schultern habe ich noch gar nicht gesehen. Weil ich habe mir ja in den letzten Teilen Schultern immer gekauft für meine Characters. Und hier habe ich noch drei Eulentränke. Trinkt mit einem Doppelklick einen Trank, der für euch 15 Minuten in ein Tier verwandelt. Solange ihr verwandelt seid, könnt ihr nicht kämpfen, seelengebunden. Yeah, oh mein Gott, ich muss aber unbedingt mal verkaufen gehen irgendwie. Oder neue Taschen mir besorgen auch. Oh yeah.
Jetzt habe ich auch meine Karma-Verstärkung. Auf einen anderen Charakter habe ich noch EP-Boost für Kill-Serien. Der geht ja so lange weiter, wie man Feinde tötet dann immer. Die kann man natürlich auch alle im Shop kaufen, die Sachen. Damit wird dann ReaderNet auch zum Teil sein Geld machen. Ich werde auch im Shop einkaufen, schon alleine, um ReaderNet zu subventionieren. Weil, ich sag mal so, dass sie nicht pauschal Geld verlangen, ist ja schon mal sehr cool. Und das für so ein Spiel hier, das ist ja nicht irgendein Free-to-Play-MMO, wo man schon sieht, dass da nicht so viel Geld drin steckt. Was ja nicht schlimm ist bei den Spielen, aber ich meine, da sieht man es schon zum Teil, dass das der Fall ist. Dass hier, das ist ja schon, das ist für ein MMO schon, allein grafisch finde ich, habe ich kaum was so Geiles gesehen hier. Mit den High-Res-Characters und so. Aber, nun gut, ich mache an der Stelle kurz einen Schnitt, es geht gleich direkt weiter an dieser Stelle. Bis gleich.